Winterhornkamm. I see the witch! Over here! Catch her! I'm surrounded. I can't escape. Come with me! You! Why are you helping me? Your execution would deeply upset my father. It frustrates me, but my father loves you. So please, don't hate him. Please step aside, Princess. Stand back! Let her through! Lord Brigand has collapsed! The Princess has gone mad! Die Prinzessin ist verrückt geworden. My Lord! You know what happens to those who oppose me. This girl rescued me for your sake. She rescued me, your daughter. Stop it! Don't say that. The soldiers will think less of my father if they overhear you. Gwendolyn, do you realize what you have done? My heart knows why you are acting this way. That is why I am doing this. Oh. Hear me, everyone. I am a traitor who opposes the king's commands. Until this girl escapes, none shall pass, not even the king. What disrespect. Take one more step, and I shall run you through. Here's your chain. Now go! Hurry! Ach, die Gwendolyn. Ob sie es später nochmal so genauso getan hätte für ihren Vater? I'm glad to see you are safe. How is Master Croy? He's still in bed, unconscious. He sometimes mumbles about the Armageddon. Oh, Master. Huh? You better be telling the truth. So Odin cast a spell on his daughter, eh? Yes! Please! You're hurting me! What are you doing? Leave her alone, Skuldi! Ah, Princess. This does not concern you. Meeris, it's you! Yes, Princess Velvet. I was forced to leave the castle, so I was on my way back home. What did the sorcerer want? I do not know. When I told him that I was driven from the castle, he suddenly looked strange. Driven from the castle? What is happening at the Demon Lord's palace? Princess Gwendolyn, who I serve, was banished for opposing the king. What? Where did she go? She is to be imprisoned in the old castle in the forest. That girl. Oh, forgive me, Meeris. This is all my fault. She sacrificed herself to save me. Princess Velvet. No. I cannot stand here and do nothing. Oh, Princess Velvet. Also, das sah von der Timeline auch wieder recht witzig aus. Es hatte den Eindruck, als ob wir gerade eben noch von Gwendolyn gerettet wurden. Und kaum ist sie wieder in ihrer eigenen Behausung, heißt es sofort, Gwendolyn wurde verbannt. So, als ob das schon übelst die Monate oder na, zumindest ein paar Tage her gewesen ist. Also, wann ist jetzt Velvet wieder in ihrer Wüste gewesen? Das ist doch total komisch. Also, manchmal ist das Spiel sehr witzig, was das angeht. Und dann muss ich sofort wieder an diese eine Stelle denken, wo Wingt vor Velvet stand, ja, und die quatschen und quatschen und quatschen und er geht 5 Meter und man sieht Velvet rennen. Das werde ich niemals vergessen, da richtig nice.
Ach ja, aber die Gwendolin, da hat sie es noch für den Vater alles getan. Ob sie das immer noch für den Vater tun würde? Sie hat sie ja zum Schluss gegen ihn gestellt, als sie halt den netten und ja, edlen Kern von Oswald kennengelernt hat. Ja, Oswald, dieser alte Drachentöter. Und das Ende der Welt. Ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, was soll denn jetzt dazu führen, das Ende der Welt herbeizuführen? Und vor allem, wer hat denn jetzt eigentlich diesen Ring Tidrell zum Schluss? Also Velvet hat ihn gehabt von Anfang an. Sie hat ihm Wagner gegeben und Wagner wurde irgendwann besiegt von Oswald. Oswald hat den Ring an sich genommen und hat dann diesen Ring Gwendolin geschenkt als Zeichen der Ehe. Ja, das ist eben so ein ja, Symbol ist, um die Ehelichung auch zu vollziehen. Ja, und ohne diesen Ring ist halt die Ehe nichts wert. Das war ja auch so die Geschichte von Oswald, dass er ja dann traurig gewesen ist, dass sie dann doch wieder den Ring an Odin gegeben hat. Ja, dann hat sie also den Ring an Odin wieder gegeben, oder? War das so? Oh, ich weiß gar nicht, was ist denn dann danach passiert? Wer hat denn jetzt zum Schluss eigentlich den Ring? Hat nicht Velvet den auch wieder bekommen? Hat nicht irgendjemand den wieder Velvet gegeben? Oh, ich kann mich an die ersten Folgen nicht erinnern. Und es bleibt dabei. Wie soll man dann das Ende der Welt herbeiführen? Wer ist dafür verantwortlich? Weil ich kann mich jetzt auch noch an eine Stelle erinnern im Spiel, wo es ja ebenfalls hieß, da haben wir diese komischen Weisen, diese Zauberer gesprochen, dass die zwei Könige brauchen, um die Prophezeiung zu erfüllen. Und da habe ich mich gefragt, wie zwei Könige, wieso ein zwei? Ich dachte, Valentin ist der Einzige, der da irgendwie was machen kann. Der ist doch der übelste Bösewicht. Der Vater hier von Velvet. Ach Quatsch, der Vater, der König. Sagen wir es mal so. Aber die Weisen haben ja auch immer wieder von Gallon gesprochen. Dem ehemaligen König von Titania. Also warum diese beiden? Warum sind diese beiden jetzt hier so wichtig? Ah, installiert. The Witch and the 100 Knights. Ja, werde ich auf jeden Fall mal austesten. Es kann sein, dass ich dazu ein Gameplay nochmal zeigen werde. Denn es ist gerade im Angebot. Gab es wohl mal vor ein, zwei Jahren oder vor zwei, drei Jahren. Bin mir gar nicht mal so sicher. Aber lasst uns mal darüber später quatschen, denn erstmal muss ich hier wieder die Gebietskarte kaufen. Und Materie habe ich hoffentlich bekommen. Denn einmal Materie brauche ich, denn ich werde gleich nochmal speisen gehen. Bei Mori? Denn es wird Zeit für ein paar weitere Level-Ups. Ich habe nämlich meine ganze Kohle in Essen reingesteckt. Neon auf Fähigkeiten, vor allem das werde ich auch nie ändern. Hier immer Dreieck drücken oder Option, ich werde immer das Falsche wählen. Hier, da sind wir. Materie 1, na es ist nicht gerade sehr viel, aber es reicht immerhin um noch auf 4 zu kommen. Und hier schaut mal, der ist nice, Zeitrank. Wenn wir so einen Trollzahn haben und eine Materie, kriegen wir genau diesen Trank. Senkt die PP-Kosten von Fähigkeiten auf 0. Für eine bestimmte Zeit kostet es mich einfach keine PP, wenn ich irgendein Skill benutze. Das heißt, wenn ich es jetzt nicht vergesse, schaffe ich es, dass Velvet am Schluss ihren fetten und dicksten Skill bekommt. Und dann kann ich das wie bei Gwendolin einfach den Trank nehmen und dann hauen wir einfach immer alles rein. Das dickste, was geht. Oder sparen wir auf. Vielleicht spare ich es mir auf fürs Endgame. Kann auch sein. Ja, ich glaube, es ist cleverer, weil die normalen Bosse haben mir hier nicht so viel Schwierigkeiten bereitet. So, ich muss trotzdem erstmal zurück, weil mir fehlen noch ein paar andere Sachen. Ich nehme mal hier ein paar von diesen Kernen. So. Dann setzen wir mal die Milch rein. Und es reicht, um auf 5 zu kommen. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Ja, und ich vertraue einfach mal auf meine Stärke, dass ich jetzt hier keine Heiltränke brauche. Jetzt überlege ich, wie ich es mache. Vielleicht sollte ich erstmal weitergehen und dann ganz zum Schluss nochmal mich heilen, weil jetzt fehlen mir ja keine HP-Punkte. Ach, und da ist doch schon der Boss? Da ist ja auch schon der Boss. Na, gehen wir direkt mal hin. Da gehen wir direkt mal hin, und wenn wir jetzt hier ganz, ganz viele Lebenspunkte verlieren, dann werden wir uns aufstärken. Denn wir essen ja nicht und gewinnen Erfahrungspunkte. Nein, wir kriegen ja dann auch noch als netten Nebeneffekt ein paar Lebenspunkte zurück. Und vor allem ein paar, das sind eine ganze Menge. Ja, hier, und die Bären. An die Bären kann ich mir auch noch erinnern. Die können Honig auf uns schmeißen und dann schlecken die uns an. Und gerade wenn ein männlicher Bär das bei einer weiblichen Person macht, sieht das ja sehr anmaßend aus. Gerade bei Velvet, die ist ja vorne auch nicht gerade sehr gut bekleidet. Vielleicht lasse ich mich mal absichtlich einschleimen. Von irgendwelchem Honig. Ja, es gibt Kulturen, da wird das als sexuellen Ritus auch angewandt.
Und jetzt haben wir wieder was Schönes, Cooles bekommen. Unten gibt es ein bisschen Krabbensalat. Brauche ich aber nicht, denn ich gehe... Oh, ich gehe falsch, sehe ich gerade. Nee, gehe ich doch nicht. Ich gehe nur einen kleinen Umweg. Wir sparen uns einfach nur einen mördermäßigen Kampf. Von daher, alles richtig gemacht. Ich überlege auch gerade, hatten wir schon mal ein einziges Mal das so, dass wir zu einem Boss gekommen sind, ohne einen Mini-Boss vorher zu besiegen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Nein, daneben, Mist. Ich wollte die Flamme genau hier unter dem Bienenstock setzen. Dann wäre er bestimmt auch sehr schnell weg gewesen. Okay, dann machen wir es anders. Reicht nicht. Also manchmal ist bei Velvet auch komisch, dass sie nicht so hoch springt. Jetzt haben wir nur einmal erwischt. Reicht nicht. Nee, dann ist der Skill jetzt nicht so optimal. Ich bin ja im letzten Gebiet nochmal gewesen, also wo wir ja gegen die Eisgegner angetreten sind. Und da war dieser eine Typ mit seiner komischen Nase. Ja, den konnte ich auch am besten besiegen mit der Feuersäule. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Und da ist mir auch gefallen, da hat dieser eine Attackenskill, der hier, der war auch wirksam, obwohl wir ja durch die Nase immer gejumpt sind. Aber ich habe ihn zweimal erwischt und der hat, obwohl wir nur zweimal erwischt haben, viel Schaden genommen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, manchmal muss man eben bestimmte Sachen einfach nur testen. Und mir ist aufgefallen, man könnte, um an Fusion zu kommen, den Endkampf gegen Wagner erneut antreten ein paar Mal. Denn er lässt ja als einziger Endgegner meines bisherigen Wissensstandes nach die meisten Minions spawnen. Und wenn man die alle besiegt, hinterlassen die ja jeweils immer irgendwelche Fusionen. Das heißt, ach hier, natürlich, hier haben wir nochmal einen klitzekleinen Mini-Boss, aber der sollte auch nicht weiter wild sein. Ja, und das meine ich. Der hat uns jetzt Schaden zugefügt. Und ich glaube, nach dem Kampf, wenn ich ihn den Halt überstehe, haben wir nochmal eine gute Chance, uns bei Moria aufzustärken. Oh, der hat aber mehr drauf. Der hat ein bisschen mehr Lebenspunkte. Also ich mache bei ihm jetzt nicht ganz so viel Schaden, wie noch in den anderen Kämpfen zuvor. Ich meine, es geht. Es geht noch, aber bis der uns eben attackiert. Naja, ich habe noch genug Fusionpunkte übrig. Ja, das war schlecht. Das hat dann doch an uns vorbeigelaufen. Und wir haben jetzt schon die Hälfte der Lebenspunkte verloren. Er springt schon wieder zurück. Er will attackieren. Er öffnet sein Maul. Hat er aber nicht geschafft. Und es reicht. Es reicht, um ihn weiter mit unseren Attackensalven einzuheizen. Ja, jetzt könnte ich die Frösche links und rechts noch besiegen. Das Gute ist, die springen über uns rüber. Ich hoffe nicht, dass die jetzt so uns verwandeln können. In ebenfalls irgendwelche Frösche. Das wäre das Schlechteste, was passieren kann. Und einen Balken müssen wir ihm doch wegnehmen. Haben wir nicht geschafft. Scheiße. Okay. Dann, ja, nochmal rein. Dann müssen wir hier nochmal rein. Dann spare ich mir doch nichts auf. Da muss ich versuchen, das irgendwie gleich von Anfang an ein bisschen härter zu machen. Ich setze mal auch die Feuerstelle rein. Ich glaube, das war gut, oder? Das war gar nicht so verkehrt, hier nochmal eine Feuerstelle herzusetzen. So, jetzt habe ich hier einen Trank bekommen. Nehme ich auch direkt. Schmeiße ich hin. Denn ich kriege ja sowieso erhöhten Schaden, wenn der Gegner Feuer erleidet. Und den wollte ich ablocken. Den wollte ich ablocken, hat aber nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Und wir stehen schon wieder vor ihm. Mist. Ich wollte eigentlich mich hinter ihm positionieren. Hat aber auch nicht funktioniert. Die letzten beiden Lebensbalken, hoffentlich. Ich hoffe, er hat nicht noch irgendeinen kleinen Balken. Auch das kann sein. Aber wir machen es nochmal. Vielleicht ist es auch ein Fehler, hier schon die ganzen Fusionpunkte zu verbrauchen. Jetzt haben wir nur noch 11. Aber ich brauche halt für den Endkampf auch noch ein bisschen was. Und er hat tatsächlich noch einen Balken. Wie scheiße ist das denn? Wie scheiße ist das denn? Und wir sind fast tot. Ich hätte doch nicht alle... Nein, Heiltränke aufnehmen. Nein, hau ab. Was ist das für einer? Alter, verpiss dich. So, haben wir was zum Heilen? Natürlich nicht. Aber gleich. Gleich haben wir was. So. Ja. Aber ein Stufe 3 Trank bringt mir jetzt auch nichts. Ich will aber auch nicht Lachsfilet reinklatschen. Mag ich auch nicht. Ich nehme mal einmal. Das sind 400. Und vielleicht komme ich damit hin. Wollte ich gar nicht machen. Ich wollte die große Flamme eigentlich nicht ausüben.
Das war ein Versehen. Das war ein Fail. Ja, und er hätte jetzt eigentlich auch schon tot sein können. Hätte er diesen einen kleinen mittigen Balken nicht gehabt. Naja, passiert. Shit happens. Wir werden es trotzdem schaffen. Und ich hätte gar nicht den Heiltrank benutzen sollen. Schade, schade, schade. Kannst du aber nicht wissen. Aber wir sind trotzdem sehr schnell durchgekommen. Und es könnte so ein Saturnring sein. Nee, ist ein Schlemmerring. Es ist ein Schlemmerring. Was bringt mir ein Schlemmerring? Schlemmi, Schlemmi, Schlemmi. Erstmal, oh, enorm Verteidigungspunkte. Essgeschwindigkeit und geheilte LP steigen um 40%. Geheilte LP steigen um 40%. Oh, fett. Nehme ich doch sofort. Und der Schutzring? Ja, nee, den nehme ich nicht. Ich behalte dann lieber noch den Venusreif. Ich sehe, wir haben auch ein bisschen Fusion wiederbekommen. 265, das reicht zumindest hier nicht aus. Was ist denn eigentlich das hier? Spiralflug, das könnte ich mal aufstärken. Meine Skills, die ich die ganze Zeit so oft benutze, darauf achte ich gar nicht. Ich meine, klar, mein Ziel ist das hier in der Mitte, aber wir können ja auf die anderen auch mal so ein kleines Auge drauf werfen, oder? Ich denke schon. 94, ja schade. Schade, schade, dass wir hier nicht noch irgendwas anderes kurz nehmen können. Fata Morgana ist auch ziemlich witzig. Hätte mir bei Wagner auch was gebracht. Man kann eine Illusion von einem selbst erschaffen und dann gehen die Gegner erstmal auf mein Phantombild. Ziemlich cool. Vielleicht können wir das in dem Kampf hier unten auch gebrauchen. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir antreten werden. Aber ist auch egal. Ja, wir haben jetzt Lebenspunkte verloren. Ich sollte mich sehr gut vorbereiten. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall noch zu Mori. Ja, und dann mal gucken, was ich alles mitnehmen werde, denn ich habe gar nicht mehr so viele Tränke. Ich habe nicht mehr viele Tränke. Der Kampf könnte schwierig werden. Weil unser Level ist ja nur auch nicht gerade so übelst gewachsen im Verhältnis jetzt zur letzten Folge. Könnt ihr noch daran erinnern? Also diejenigen, die das ja durchweg gucken, die wissen, wir sind bei Level 33 stehen geblieben. Und jetzt bei Level 35, also gerade mal zwei Level mehr. Das ist nicht toll. Ist nicht viel passiert. Es ist nicht viel passiert. Egal, aber mal gucken, was der hat. Ja, wir haben ja neue Rezepte bekommen und vielleicht können wir ja... Oh, vor allem drei Stück. Nee, vier sogar, krass. Quarkkäsekuchen, 2400. Das ist ein bisschen wenig. Haben wir noch irgendwie was anderes? Irgendwas anderes. Ja, hier. Gebackene Languste. Nimm ich auf alle Fälle. Und wieso breche ich jetzt ab? Natürlich wegen dem Yggdrasil-Trank. Ich darf doch nicht essen, ohne den Trank vorher zu nehmen. 60% Bonus bei Erfahrungsgewinn. So, und jetzt können wir nochmal von vorne anfangen. Da, gebackene Languste. Nehme ich. Das könnte sogar für Level 40 sogar reichen. Oh ja, krass, das sind fast zwei Level-Ups gewesen, nice. Kommen wir jetzt auf 38? Oh, yes, wir sind auf 38. Also es wäre ein Träumchen, wenn wir jetzt einfach so 5 Level-Ups bekommen. Ah, jetzt wird schon ein bisschen weniger. Der Bonus ist ja auch weg. Darf man auch nicht vergessen. Aber das können wir noch benutzen. Ja, ich habe noch sehr, sehr viele von unseren Zwieblis und Pepronis und Karottis, Krottis, wie sie alle heißen. Will that be all? 39. Das ist das Neue. Lachs Carpaccio. War das richtig ausgesprochen? Carpaccio oder Carpaccio? Ja, da schlagen wir uns hier den Wanz voll. Könnte ich auch alles wegschneiden, aber ja, so funktioniert eben das Spiel. Und ich muss das alles jetzt auf einmal machen. Denn wenn ich jetzt nur die Hälfte nehme, weil ich denke, naja, komm hier, probieren wir doch mal, weil wir das spannender gestalten wollen, einfach mit einem kleineren Level, dann würde ich aber mehr Yggdrasil-Tränke gebrauchen. Und will ich nicht. Ja, da bin ich zu faul und zu geizig. Ich muss sparen. Das macht ein Deutscher eben so. Wenn ein Deutscher was kann, dann ist es sparen. Oh, wir haben sogar noch mehr Sachen, krass.
Das ist das erste Mal, dass ich so viel hintereinander essen kann. Und vor allem, das gibt uns alles. Das gibt uns alles enormen Erfahrungspunkteschub. Oh, dann muss ich direkt dann nochmal in meine Fähigkeitenliste reinschauen. Boah, das ist fett. Das ist einfach zu dick. Und hier hinten haben wir auch nochmal was. Käsekuchen. Ja, nehme ich mit. Ich meine, wir stehen kurz vor Level 43. Ja, wir haben es geschafft. Gibt's ja gar nicht. 8 Level. 8 Level-Ups. Einfach so. Einfach so. Du gehst zum Koch und sagst, hier komm, ich hätte gerne was. Und dann kriegst du einfach so 8 Level-Ups. Na, wenn das nicht fett ist. Vor allem 10 Talentpunkte. Wir haben 10 Talentpunkte. Das erste Mal, dass ich diesen Skill vor Abschluss aller Kapitel aktivieren kann. Steigert die Zusatzeffekte von Ausrüstung. Ach, das ist ja geil. Weil sonst kann ich einfach nicht abwarten. Wenn ich immer so 6, 7 habe, dann muss ich das für irgendwas anderes ausgeben. Aber dass ich jetzt 9 Punkte übrig habe, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und wenn da jetzt steht, steigert die Effekte von Ausrüstungsgegenständen, dann weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Das ist doch unsere Ausrüstung hier. Aber ich sehe keinen gesteigerten Effekt. Wir haben vorher hier auch schon 13% bekommen und die Abwehr war da vorher auch schon 10. Nee, die war 5. War die 5? Oh, ich weiß gar nicht. War der Venusreichenwürfel schon immer auf 10? Muss ich nachher mal direkt abgleichen. Das muss ich abgleichen. Wenn nicht, ist das vielleicht irgendwie ein Zusatz, der uns einfach nicht angezeigt wird. Auch durchaus möglich. Ja, da gehe ich auf keinen Fall rein. Ja, seid ihr bereit? Da sind wir schon beim Boss. So schnell kann es gehen. Da ist die heutige Folge nur eine S-Folge gewesen. Level 29. Wir möchten uns dem Feind entgegenstellen. Na klar. Das Schicksal, Umgebung des alten Schlosses. Oh, Kämpfe gegen Odin. We have transported Princess Gwendolyn. Ah, well done. I shall take care of the rest. Return to the castle. Now, I am finally alone. Come out. So you knew I was here. I'm happy to see you safe, Velvet. If you were truly relieved, you would not have punished the daughter who cares for you. I see that you are concerned about Gwendolyn. But you know that the king cannot waive punishment for those who disobey the law. Even so, are you not her father? How could you? You see his true self? Grandfather. This tattered specter. This is King Valentine? Odin, you are truly vulgar. When it comes to rudeness, you're a cut above the rest. I need no civility to deal with a demon who kills his own daughter. Yes, indeed. A demon. I crushed my beloved child with these hands. These fingers wrung the life from that soft neck till it cried no more. Oh, mother. I would not even allow the rain to touch her. Do you realize just how much I loved her? Do you understand that my love could not prevent me from giving in to my anger? She was my everything. Blödsinn. Everyone labeled me a child killer and feared me like a wild animal. I was indeed a mad king. I lost all sense of serenity and peace. You stole that from me along with my daughter. The pain of losing her is still with me. I have been fighting Odette's brittle bones ever since. Shall we continue our war here? Very well. Let us have our fill of battle. Right, Velvet? What? Don't worry, my dear. If you heed my words, we should be able to leave those underground in peace. Oh, ist das fies, ey. Look. This man is our enemy, Velvet. You should hate him.
Chain this beast up! Stop this, Velvet, or else... Okay, wir müssen echt gegen Oni antreten, weil wir die Marionette sind. Von Valentin. Und wie er noch beschrieben hat, wie er sein eigenes Kind umgebracht hat. Boah, geht gar nicht. Und er spricht echt noch von Liebe. Ja, er hat sie geliebt. Und vor allem, wieso wurde er überhaupt so wahnsinnig? Doch nicht nur, weil Odin sein Kind geschwängert hat. Das kann er doch knicken. Davon wird doch keiner wahnsinnig. Und aus Liebe bricht man hier einfach irgendwie jemanden das Genick. Also der Typ ist ja, der ist ja erst noch irre. Und vor allem, eigentlich müssten wir hier auch wieder verlieren. Weil in dem Zustand, da kann doch Velvet gar nicht kämpfen. Auf der anderen Seite kann Odin in dem Zustand ja auch nicht kämpfen. Ich meine, er liebt ja seine Tochter. Ja, also was will er tun? Er muss ja jetzt quasi auch gegen die Liebe antreten. Und wer weiß, ich habe jetzt für einen kurzen Moment gedacht, vielleicht ist ja Odin die ganze Zeit nur so deswegen auf die ganzen Fusionen aus und will die ganze Macht haben von seinem Balor, weil er vielleicht seine Geliebte aus den Fängen von Ophelia befreien möchte? Kann das sein? Dann hätte das erste Mal König Odin auch irgendeinen Sinn, so zu agieren. Oh, das ist krass. Das wäre zu viel. Das wäre einfach richtig krass. Mist, ich hab's nicht machen wollen, scheiße. Ich hab's doch gemacht, das war ein Fehler. Das war kompletter Fehler und ich brauche Heiltränke. Ich brauche Heiltränke, ich kann sonst diesen Kampf einfach vergessen. Ja, dieser Heiltrank bringt mir gar nichts, ich brauche mehr. Ich brauche irgendwie mehr. Oh, reicht nicht, das reicht nicht aus. Kann ich noch irgendwas anderes machen hier? Das kann ich nicht irgendwas reinklatschen, irgendwas... Ach, reicht immer noch nicht. Hier, komm, dann hau ich das rein. Zack, zack. Ich kann nicht mehr zufügen. Egal. Ja, dann nehmen wir mindestens hier noch irgendeinen Fünfertrank mit. Das kann ich noch reinsetzen. Und den Schutzring kann ich auch noch reinsetzen. Dann nehmen wir den noch. Und den noch. Reicht immer noch nicht. Gibt's das? Okay, dann hauen wir... Ich hau hier alles rein. Ich hau hier alles rein. Bis ich einen vielleicht 6er-Trank habe. So ist gut, wa? Kann ich mich einmal auffallen? Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Idee gewesen. Ich hätte mir gerne die Sachen verkauft, aber ein 2000er... Ach, Mist. War unnötig. Mir hätte der Stufe 5-Trank auch gereicht. Vielleicht hätte ich sogar 2 Tränke draus basteln können. Naja, egal, passiert. So, wir setzen wieder alles rein. Und ja, es ist so, wie ich mir schon gesagt habe. Ich hätte mir die ganzen Punkte hier aufsparen sollen. Mist. Ja, solange er nur über uns drüber springt, ist alles in Ordnung. Vor allem, was macht er? Er springt über uns rüber. Wie Spider-Man. Los, Gwendolyn, mach ihn kaputt. Jawohl. Vielleicht sollten wir wieder über ihn drüber springen. Er macht eine dicke, fette Attacke gleich. Stimmt, Mist. Da hilft Ausweichen. Da hilft eigentlich nur Ausweichen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so Schaden genommen haben. Ach nee. So 1816 haben wir noch. Das geht. Also ein Balken ist weg und wir haben noch 1816 Punkte übrig. So, er macht jetzt die nächste Attacke. Und was machen wir? Natürlich wieder Ausweichen. Ah, das war gut. Wir konnten ausweichen. Was aber nicht geht, wenn wir den Ausweichen-Knopf drücken, schaffen wir es nicht, an ihn vorbeizukommen. Ach Mist, das war eine Dreier-Kombo, eine dicke, fette Dreier-Kombo. Mit einem Abschlusshammer nach Schlag nach unten. Ja, für uns jetzt die Gunst der Stunde, um den zu attackieren, solange er nach vorne haut. Und er hat seinen Balor geholt. Ich muss nur aufpassen, wenn er ihn irgendwann loslässt. Und bitte, er hat dann vielleicht... Nein, er hat noch einen Mist. Er hat doch noch einen weiteren Balken, ganze 5 Stück. Dann Feuer. Und das Blöde ist auch, dass bei Velvet es schwieriger ist, über große Gegner zu springen. Und ich sollte den permanent mit Feuer attackieren, denn ich habe auch völlig vergessen, dass wir ja auch viel mehr Schaden verursachen bei Gegnern, die verbrennen.
Jetzt zum Beispiel. Er brennt nicht. Jetzt. Ja, das war gut. Hab ich völlig vergessen. So sollte die Strategie zukünftig immer sein. Immer verbrennen und dann attackieren. It appears the Demon Lord cannot be as ruthless to his own daughter. Why don't you allow me to be the cruel one? In payment for my treasure. Stop it, Grandfather! What are you doing, Velvet? I was waiting for you to get closer. Step back, Velvet. You were just pretending to be hurt. Well, no one is completely unscathed after a blow from a cipher. But there is still enough power in my hands to crush you, Valentine. Let me take revenge for the death of my beloved. She was my precious daughter. There could not be another like her in the universe. If you loved her so much, how could you do something so horrific? If she had any love for you, then her claims to love me were only lies. Is that a crime worth death? I made her suffer. And even then, why did she not curse my name? Why did she not beg the stars to strike me down? I see. Although she knew she had to die, she prayed that I could be spared. She just wanted her suffering to end. Is that my mother's writing? I was blinded by fury, acting on foolish impulse. I could have saved her. These hands, I killed her with these hands. Kill me, Odin! Crush my bones until there is naught left! I killed my beloved fool! I will not find peace until my heart is truly destroyed! You said you loved her, but your words ring hollow. Go! Go suffer for eternity! Oh, ob das wohl eine gute Idee ist. Every nation has laws set by its king. Transgression cannot go unpunished. Not even for a princess. You're the same as my grandfather. You only realize a treasure's true worth once it is gone. Who is the yes, one who truly loves you? Things will not get any worse. You don't need to worry anymore. Gwendolyn, little sister, I pray that you meet a man who is kind to you, so that you do not suffer any more for your own kindness. I'll pray for you. Ein Archiveintrag wurde ergänzt. Mein geliebter Sohn. Mir wertvoller als das Leben selbst. Deine Mutter vergibt dir. Meine Tochter, mach dich bedenkenlos auf und möge meine Liebe dir Mut spenden. Mein Vater, die Liebe deiner Tochter bleibt unverändert. An dich, der Welt solch großen Schaden zufügen wird. Ich bete darum, dass deine Seele gesunden möge. Boah, wer war denn die Mutter bitte? Die heilige Johanna? Die ist ja das Gute in Gutem. Ich glaube, wir sollten mal diese Texte dem Ingvar geben. Mal gucken, ob der immer noch tatsächlich denkt, sie würde uns verfluchen. Ja,
Der hat da schon den ersten Text nicht vernünftig gelesen, der Depp. Deswegen ist der auch so ein bisschen aggro drauf. Aber jetzt das, was dann der Valentin zum Schluss von sich gegeben hat. Ey, da habe ich mir auch so gedacht, ach hör auf, das kann es nicht sein Ernst sein. Komplett wahnsinnig, der Typ. Und dann im Moment seines endgültigen Todes wird er fallen gelassen und zaubert dann das Schriftstück hervor und kommt dann zu dem Schluss, ach, was habe ich denn da eigentlich getan? Wird er mich veräppeln? Was war denn jetzt der ausschlaggebende Grund dafür? Das habe ich nicht verstanden. Mir hat jetzt irgendwie der Punkt gefehlt, wo ich wirklich nachvollziehen kann, dass Valentin tatsächlich auch glaubhaft jetzt wirklich davon ausgeht, dass ich weiß, okay, der weiß jetzt selber, dass er Mist gebaut hat. Aber dem glaube ich das nicht. Der, also wer so irre ist, der hat das immer noch nicht gecheckt, kannst du knicken. Und vor allem, wenn der das die ganze Zeit dieses Dokument bei sich hatte, dann ist der erst recht irre. Na egal, okay. Das Positive an der heutigen Folge, die Geschwisterliebe. Ach, das war schön. Da habe ich mich gefreut, das zu sehen, wie die beiden da zueinander stehen, obwohl die sich gar nicht so gut kennen. Aber sowas ist richtig cool. Die würden auch füreinander da sein. Ach, schön. Ja. Dann geht doch mit einem Lächeln hier aus der Folge und sage, wir sehen uns wieder dann im nächsten Part und tschüss.